Hallo, ich freue mich heute sehr wieder auf ein neues Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Katja Amberg, ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach und ich habe mich auf das Gebiet der toxischen, narzisstischen, leidvollen Beziehungen spezialisiert, um den Betroffenen da ganz gezielt herauszuhelfen, damit die Betroffenen nicht nur den Schmerz lösen und die Ursachen erkennen und wieder frei werden, sondern in die eigene Kraft kommen, wirklich die Kraft, die Verantwortung fürs Leben wieder in die Hand zu nehmen und wirklich ein glückliches Leben zu führen, egal in welchem Lebensbereich. Beziehung ist ja nur ein Lebensbereich, aber am Ende hängt immer alles miteinander zusammen. Also hier wirst du nicht nur Antworten auf viele Fragen finden, sondern es geht konkret um Lösungen. Wie komme ich da raus? Was muss ich tun? Ja, und da ist es schon mal ein super Schritt, hier diese Videos anzuschauen, um erstmal zu verstehen, aha, wie hängt denn das alles zusammen? Und was kann ich denn jetzt nun wirklich machen? Heute geht es um so ein wichtiges Thema. Das ist die Basis für alles im Leben. Wenn diese Basis nicht da ist, wird es immer wieder einen Lebensbereich geben oder vielleicht alle, wo es hakt, wo etwas nicht funktioniert, wo es immer wieder wehtut, ob in Beziehungen, am Arbeitsplatz, in Freundschaften oder auf körperlicher Ebene oder einfach dein Lebensgefühl für dich selbst. Ja, selbst wenn du alles hast, finanziell gesehen oder im schönsten Urlaub am Strand liegst, kann es sein, wenn du eine innere Leere und Traurigkeit hast, dass du das gar nicht wirklich genießen kannst und dich daran gar nicht freuen kannst. Also von daher ist es wichtig und jetzt lüfte ich das Geheimnis. Es geht um Selbstliebe, Selbstwert und Selbstbewusstsein. Dazu habe ich eine Frage bekommen. Ich bekomme ja immer sehr, sehr viele Fragen, aber ich habe die jetzt mal rausgesucht, weil sie so wunderschön gestellt war. Ich lese einfach mal vor, um was es da geht und beantworte euch diese Fragen. Und ich sage euch, diese Frage, die betrifft jeden. Jeder hat irgendwo damit ein Thema und ganz besonders, wenn du eben Probleme in Beziehungen hast. Ja, dann muss es nicht mal eine toxische Beziehung sein. Es kann sein, dass du dich vielleicht langweilst neben deinem Partner, dass ja, du traurig dich zurückgesetzt fühlst, dich nicht richtig gesehen fühlst. Ganz egal, welches Thema. Also, ich lese mal die E-Mail vor. Und zwar schreibt sie, vielen Dank für deine tollen Videos und deine inspirierende Ausstrahlung. Du hast mir schon sehr viel weitergeholfen auf meinem Weg raus aus der toxischen Beziehung. Finde ich total klasse. So, jetzt geht's weiter. Mein Videowunsch wäre zum Thema, inwiefern kann ich echtes, in Klammern nicht gefaktes Selbstbewusstsein aufbauen? Hängt Selbstliebe, Selbstwert und Selbstbewusstsein zusammen? Wenn ja, wie? Wie schaffe ich es, konstante Selbstliebe zu halten, vor allem wenn ich seit 25 Jahren schon so oft das Gegenteil gehört habe, nicht gut genug zu sein und schon damals von Familie sowie jetzt von meinem Narzissten abgewertet wurde? Die Überzeugung, einfach nicht zu genügen, sitzt so tief und bestätigt sich leider immer wieder wie von selbst. Da gibt es jetzt die Antwort darauf. Und du kannst warten, wie du möchtest. Du kannst dir sagen, Zeit heilt die Wunden. Du kannst dir sagen, ich weiß doch aber, dass ich nicht wertlos bin und dir das jeden Tag einreden. Du kannst versuchen, auch all das in der Kindheit zu verstehen vom Kopf her, dass das ja eigentlich gar nicht stimmt, dass ja die Eltern nicht recht hatten, als sie gesagt haben, du bist nicht gut genug. Du kannst hier 1000 Beweise liefern, was du alles geschafft hast, was du alles gut gemacht hast. Du kannst Preise gewinnen, du kannst überschüttet werden mit Lob und Anerkennung, wenn du das in dir drinnen nicht glaubst. Bringt das alles überhaupt nichts und es wird dich wieder und wieder einholen. Wo ist jetzt also die Lösung? Fangen wir mal ganz von vorne an. Was denn Selbstbewusstsein ist? Da fängt es nämlich an. Das heißt, ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich habe ein Bewusstsein darüber, wer ich bin, was ich bin.
Und jetzt prüf und fühl mal, wer und was bin ich denn? Wenn du dir diese Frage stellst oder ich die jetzt stelle, frag mich da lieber nicht. Oder es wird gefegt, ja natürlich bin ich ganz, ganz wertvoll. Und innerlich denkst du, hoffentlich merkt das niemand, dass ich mich total wertlos fühle, dass ich mich unterlegen fühle, dass ich mich dumm fühle. Hoffentlich merkt niemand, dass ich morgens, wenn ich in den Spiegel schaue, denke, um Gottes Willen, wie hässlich bin ich denn oder wie dick oder andere Dinge, abwertende Dinge, die du über dich denkst. Ja, und diese Masken haben so viele Menschen, dieses gefakte Selbstbewusstsein, von dem du sprichst, ohne dass die es oft wissen. Ja, also was denkst du über dich? Bist du dir deiner selbst bewusst? Und wenn dann eben Gedanken negativer Art in dir drinnen sind, dann sind das alles Dinge, die nicht der Wahrheit entsprechen. Echtes Selbstbewusstsein wäre, wenn ich dich auf den Schuss fragen würde, bist du wertvoll? Und du würdest antworten, ja. Oder hast du es verdient, glücklich zu werden? Du würdest sagen, ja. Du würdest nicht sagen, wie, was, ich doch nicht. Echtes Selbstwertgefühl ist eine Selbstverständlichkeit. Das heißt, diese Selbstverständlichkeit nicht, dass das da sein muss, sondern die positiven Dinge, die du über dich dann denkst, sind dann selbstverständlich. Das heißt, so wie du auf den Schuss weißt, ich bin eine Frau oder ich bin ein Mann, oder wie du auf dem Schuss dein Geburtsdatum sagen kannst. Ich könnte dich nachts um 3 wecken und du wüsstest sofort, ich bin eine Frau oder ich bin ein Mann, richtig? Das ist deine tiefe innere Wahrheit, da brauchst du nicht nachdenken. Und genauso sicher, stabil und nicht daran rüttelbar müsste deine innere Wahrheit sein, ich bin wertvoll, ich bin wichtig, ich bin liebenswert, ich bin unschuldig, ich habe es verdient, geliebt und geachtet zu werden, ich bin ein Geschenk. Und solange das nicht auf den Schuss rauskommt und du denkst, ja, ich doch nicht, oder du merkst, jetzt muss ich wieder die Fake-Maske aufsetzen, ja, natürlich bin ich's, und du denkst, na, hoffentlich fliegt das hier nicht gleich auf, bist du noch nicht da angekommen. Wo ist denn jetzt die Lösung versteckt? Ja, du hast ja selber geschrieben, die Überzeugung, einfach nicht zu genügen, sitzt so tief drin. Weil ich das so viele Jahre immer wieder eingetrichtert bekommen habe. Du musst da ansetzen, wo es weh tut. All das, was du immer wieder schmerzhaft gespiegelt kriegst, entweder die Abwertung von dem Narzissten, die Abwertung von den Eltern, Abwertung von anderen Menschen, kann nur dann wehtun. Und jetzt Achtung, kann nur dann wehtun, wenn du damit ein Thema in dir hast. Wenn du das Thema nicht hast, tut es nicht weh. Nochmal, eine Abwertung von einem anderen Menschen kann nur dann wehtun, wenn du damit ein Thema hast. Das heißt, wenn jemand zu dir sagen würde, du bist wertvoll, du bist nicht gut genug, wieder versagt, wieder nicht geschafft, und du hast diesen Glauben über dich, ich bin aber wertvoll, dieses authentische Wissen, wo man dich nachts um 3 wecken kann, dann kannst du diese Abwertung nicht annehmen. Du nimmst ja dieses Geschenk auch an, in Anführungsstrichen Geschenk. Du würdest, wenn du dieses Thema nicht in dir trägst, sagen, wie jetzt, nicht gut gemacht? Nö, ich finde schon, ich habe das so gut gemacht, wie ich konnte. Ich bin gut, so wie ich bin. Du würdest es nicht annehmen. Das würde dir nicht wehtun, weil du weißt, der erzählt was. Was hat denn das mit mir zu tun? Du wirst auch in dem anderen erkennen, dass er versucht, seine eigene Wertlosigkeit auf dich rüberzuschieben. Nimmst du aber gar nicht mehr an. Das heißt, der Weg zum wahren Selbstbewusstsein und damit als Schlussfolgerung zum Erkennen deines Selbstwertes geht über das, was wehtut. Alles, was dich verletzt, was dir wehtut, was du über dich denkst, was
unangenehm ist, was dich traurig macht, was dich hilflos macht, ist, nächster Schlüssel, nie die Wahrheit. Alles Negative, was du über dich denkst, ist nie die Wahrheit. Auch wenn es sich so verdammt wahr anfühlt. Ich bin ein Versager, ich bin wertlos. Die zeigen es mir ja alle da draußen. Die grenzen mich ja alle aus. Und wenn ich wertvoll wäre, würden sie es ja nicht machen. Aber erkenne, dass das dein innerer Glaubenssatz ist, der genau diese Situation in dein Leben zieht. Dass genau dieser innere Glauben sich im Außen widerspiegelt, im Menschen, die dir einfach nur das bestätigen, was du im Inneren trägst. Schau dir all diese Glaubensmuster an. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht wertvoll genug. Ich darf nicht glücklich sein. Ich bin eine Belastung. Ich störe hier nur. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin falsch. Ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht schön genug und so weiter. Ich könnte jetzt die Liste noch weiter verlängern. Ihr habt hier auch das Begleitmaterial vom Liebeskummer-Extremkurs, der hier gerade rausgekommen ist. Dort hast du eine ganze Liste von Glaubenssätzen drin, aber in der positiven Form, wie du das Ganze dann umdrehen kannst. Denn mit diesem Liebeskummer-Kurs kannst du, ja, diese ganzen Glaubenssätze unter anderem auflösen. Also hier steht ja Liebeskummer extrem, Herzschmerz lösen und verstehen und das Wichtigste, Selbstliebe finden. Und da ist Selbstbewusstsein, Selbstwert finden mit einbegriffen. Also das ist wirklich das Must-Have, die Grundvoraussetzung für ein glückliches Leben. Auch wenn da steht Liebeskummerkurs, kannst du es einfach nehmen als Basis für dein glückliches Leben. Und jetzt kommen wir an die Glaubenssätze. Ja, jetzt rede ich nicht mehr um den heißen Brei. Und zwar, jeder dieser Glaubenssätze, der sich schlecht für dich anfühlt, ist nicht die Wahrheit. Weil die Wahrheit ist, dass du jetzt schon wertvoll bist, wichtig bist, geliebt bist, wunderschön bist und unschuldig bist. Du weißt es nur noch nicht. Weil das ist dein Kern. In dir ist ein leuchtender Kern. Du bist in dir ein Diamant aus Liebe, aus Schönheit, aus purer Unschuld. Und alles, was dem entgegenspricht, ich habe es in einem anderen Video schon mal gesagt, liegt wie schwere dunkle Decken über diesen strahlenden Diamanten. Und jede Decke ist ein Glaubenssatz. Ich bin nicht gut genug, nicht schön genug, ich muss mehr Liebe verdienen, ich tauge nichts, ich bin ein Nichts, ich bin wertlos, ich habe es verdient, getreten und verstoßen zu werden. Und jetzt nimm jeden dieser Sätze, schreib dir auf, was denke ich denn da immer? Es wird nicht nur ein Satz sein. Ein Satz kann auch verschiedene Facetten haben und schau, wo kommt dieser Gedanke her und dieses Gefühl her. Das kennst du. Und du hast ja geschrieben, Mensch, ich habe das hier immer von meinen Eltern gehört, dass ich nicht gut genug bin, dass ich schlecht bin. Und das, jetzt kommt der Knackpunkt, dein Kopf weiß, meine Familie hat mich schlecht gemacht. Dein Kopf weiß, das kommt aus der Kindheit, weil die mich immer fertig gemacht haben. Und deswegen musste mein inneres Kind das denken. Und deswegen denke ich es heute als erwachsene Frau wieder. Das weiß dein Kopf. Dein Kopf sind aber nur 5%. 5% können all das kapieren, verstehen, analysieren, was ich hier jetzt sage. Und um das wirklich lösen zu können, musst du in den 95% Unterbewusstsein das auch lösen. Also der Kopf ist auch wichtig. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, das zu verstehen. Das ist der erste Schritt, es zu verstehen. Weil sonst kannst du dich ja dem, was im Unterbewusstsein auf dich wartet, gar nicht öffnen. Das heißt, um es lösen zu können, musst du die innere Heilung machen. Die innere Heilung. Hier Kopfanalyse, Videos schauen, Bücher lesen, Glaubenssätze rausschreiben, neue Glaubenssätze, positive finden. Ne? Ich habe ja auch schon gehört, Glaubenssätze umwandeln geht ganz einfach. Schreib dir den negativen Satz auf und schreib dir daneben den positiven Satz auf. Und also zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, steht links und rechts steht, ich bin gut genug. Und dann streiche den negativen Satz durch und wiederhole den positiven Satz. Das ist ja
wirklich toll und lieb gemeint. Und ich will ja nicht sagen, dass es grundsätzlich verkehrt ist. Aber es kratzt nur an der Oberfläche. Und du versuchst mit deinem Kopf dir mit Affirmationen, die nicht falsch sind. Affirmationen sind eine tolle Sache und wirken auch. Aber ich habe auch schon mal ein Video gemacht, warum Affirmationen nicht wirken oder so in der Art hieß das Video. Die wirken nur ab einem bestimmten Zeitpunkt richtig. Es gibt Momente, wo Affirmationen gar nicht wirken, nämlich dann, wenn du es noch gar nicht glauben kannst. Dann stößt sich das richtig ab und dann ist es auch so, dass Affirmationen dann, wenn du es überhaupt nicht glauben kannst, das Positive, sogar eher kontraproduktiv sind, weil sie dich runterziehen und du merkst, ich verarsche mich ja nur selber. Ich sage mir ja positive Sachen, ich fühle es nicht. Also bitte nicht falsch verstehen, Affirmationen sind wundervoll, aber erst die innere Arbeit wirklich machen oder parallel beides dazu, weil sonst bleiben die nicht hängen. Ich spreche auch aus eigener Erfahrung, frag nicht, wie ich mich beschallt habe von früh bis spät mit positiven Affirmationen, mit Selbsthypnosen und ich bin da wirklich richtig knallhart mit dem Umziehen. Ich bleibe da dran und wenn das jeden Tag gemacht werden muss, habe ich es jeden Tag gemacht. Und ich habe es Monate gemacht. Ich habe, oh, jetzt muss ich selber überlegen. Ich glaube, vor circa 30 Jahren hatte ich meine erste, es waren damals noch Kassetten. Ich glaube, das nannte sich damals Autosuggestionskassette, wo es da auch schon um Selbstbewusstsein ging. Also ich habe schon recht bald auch gemerkt, dass mit meinem Selbstwert was überhaupt nicht stimmt und habe da schon angefangen, mich zu beschallen mit all diesen Dingen. Alles, was es irgendwie auf den Markt kam, kannst du dir sicher sein, habe ich gemacht, habe ich gehört. Und es hat sich zum damaligen Zeitpunkt, weil ich das Innere nicht gefunden und das Innere nicht gelöst habe, an mein Selbstwertgefühl 0,00 verändert. Wenn es dir hilft und sich ein bisschen was verändert, ist es ja toll. Ich meine, aber man will doch wirklich was verändern. Deswegen ins Unterbewusstsein reinschauen. Wie kommt man ran? Also ich habe hier auch mal einfach die Heilungspyramide nochmal mitgebracht. Die ist übrigens auch Bestandteil von diesem Liebeskummerkurs. Ich bringe es einfach mal rein, weil ich ja auch möchte, dass du selbst beginnen kannst, all das zu lösen und all das auf den Weg zu bringen. Und ich weiß auch, dass die Videos hier alleine nicht ausreichen. Die sind für deinen Kopf zu verstehen. Manches sickert auch schon ins Unterbewusstsein, wenn man es wiederholt, wiederholt, wiederholt. Geht das wirklich in Fleisch und Blut über, aber es wird noch nicht reichen, diese Muster zu lösen. Hier in der Heilungspyramide hast du auch Bewusstsein, Unterbewusstsein, äußere Heilung, innere Heilung. Du siehst in den verschiedenen Ebenen die Basis, also die Gedankenbasis, dann die emotionale Heilung, die mentale Heilung und ganz oben eben die Selbstfindung. Wer bin ich? Was ist mein Selbstwert, was ist mein Bewusstsein über mich selbst, das ist ganz oben, das ist das, was nicht fehlen darf, das ist die Grundvoraussetzung. Und da guck dir das einfach mal an, ich überlege auch die Heilungspyramide zum Download nochmal in meinem Shop reinzusetzen, schaue ich jetzt mal, damit du dann den Überblick da auch hast und noch besser verstehst, wie ich es meine. So, dann gehst du in dein Unterbewusstsein und ins Unterbewusstsein reingehen oder die innere Arbeit, sagen wir mal die innere Heilung. Die innere Heilung ist die Heilung, wenn du die Augen schließt. Schließe die Augen und dann tauchst du ein in deine Innenwelt, in deine 95%. Mit welcher Methode du das auch immer machst. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Du weißt vielleicht, ich bin Fan der Hypnosetherapie und ich sage auch gleich dazu, weil viele sagen, ja, ich gehe jetzt zu einer Hypnosetherapeutin, ich lasse mich da jetzt therapieren. Ich weiß, dass viele nicht so arbeiten, wie ich arbeite. Das soll jetzt nicht heißen, dass die anderen schlecht sind. Das heißt nur, dass sie mit anderen Tools der Hypnosetherapie arbeiten.
Die meisten Hypnosetherapeuten arbeiten mit der Suggestionshypnose. Das heißt, es werden positive Sätze ins Unterbewusstsein hineingegeben, die etwas positiv bewirken sollen. Das ist nicht verkehrt, funktioniert auch oft, aber oftmals auch nicht. Also ist es wichtig, dass da wirklich ein Hypnose ist nicht gleich Hypnose. Das muss ich ganz klar sagen. Und die Hypnosetherapie, so wie ich sie gelernt habe in meinen Ausbildungen, so wende ich sie heute auch nicht an, weil auch das nicht gereicht hatte. Also ich bin von meinen Hypnoseausbildungen gekommen und habe gedacht, alles toll, aber es fehlt noch was. Es fehlt noch was. Und genau diese Puzzlestücke, Bruchstücke, die gefehlt haben, die habe ich nirgendwo gelernt. Die habe ich durch eigene Erfahrung selbst herausgefunden, teilweise durch Zufall, teilweise von anderen Tools, die mit dazu kamen, wo ich kapiert habe, alles klar, so kann es ja nur funktionieren. Da spielt das Spiegelgesetz eine ganz große Rolle. Wirklich diese ganzen Themen von Selbstwert, von unserer Essenz, was wir sind, dass am Ende immer das Positive übrig bleibt. Teilweise auch spirituelle Ansichten, die man einfach nicht auslassen kann. Und ganz, ganz wichtig, das innere Kind und wie man das auf der Lebenslinie in der Vergangenheit wirklich umstellt, dass es eben nicht mehr zurückschnippt in die Gegenwart. Das sind alles mehr oder weniger Dinge, die ich teilweise durch Zufall, teilweise durch an mir selbst ausprobieren mit meinem eigenen Thema. Und ich sage euch, ich bin echt durch die Hölle gegangen. Deswegen verstehe ich ja alles, was ihr mir hier schreibt oder mir erzählt. Und das ist sicherlich ein Riesenplus hier auch in den persönlichen Sitzungen, dass ich sofort spüre und weiß, endlich weiß, wie es dir geht. Und ich sehe schon die Lösung, die du noch nicht siehst. Aber ich möchte dich auch einladen, das selber zu lernen, weil du kannst es genauso, wenn ich das geschafft habe, kannst du es auch. Natürlich. Das heißt, die innere Heilung, du weißt, Hypnosetherapie bin ich Fan. Es ist nicht diese klassische, die man irgendwo lernt. Das ist inzwischen meine eigene Vorgehensweise. Vielleicht kriegt ja diese Therapieform mal einen Namen. Im Moment kann ich einfach sagen, Hypnose-Trance-Therapie in Verbindung mit ganz vielen anderen Dingen. Da kommt EMDR-Traumatherapie fließt mit rein, Klopftherapie fließt mit rein, Quantenheilung, spirituelle Dinge fließen damit rein. Das ist ganz schwierig, dem einen Namen zu geben. Und deswegen schau, was für dich passend ist, wie du ins Unterbewusstsein kommst, ob du es mit der Hypnosetherapie machst, mit anderen Dingen, mit der Klopftherapie oder eine Kombination aus allem wählst. Auch mit Meditation kommst du an dein Unterbewusstsein ran, kannst dann die innere Arbeit machen, um einzutauchen, wo kommt dieses, wie hast du geschrieben, dieser tief, die tief sitzende Überzeugung her. Das tut nochmal weh, das tut nochmal weh, da hinzuschauen, da rollen nochmal Tränen, wenn du dann nicht mit deinem Verstand, sondern mit geschlossenen Augen in deinem Unterbewusstsein, wie Filme das nochmal ablaufen siehst, diese Gefühle nochmal zulässt und dann die Gefühle löst, das ist so wichtig, das wird sehr, sehr oft vergessen. Deswegen Selbsthypnose, Ursachen finden und auflösen, führt dich da gezielt durch, das zu finden, Gefühle zu lösen, das innere Kind rauszuretten, die Vergangenheit umzuschreiben, um jetzt in der Realität etwas anderes zu führen. Ja, in dem Liebeskummerkurs, Liebeskummer extrem, ich zeige es dir nochmal, damit da nichts verwechselt wird, weil es gibt inzwischen auf meiner Website viele, viele Selbsthilfemöglichkeiten. Dieser hier, den gibt es übrigens jetzt eine kurze Zeit zum vergünstigsten Preis, also vergünstigten Preis. Also wenn du da zuschlagen willst, dann mach es lieber gleich, wenn du eh damit, wenn du eh überlegst, dir den zu holen. Da sind nochmal andere Tools drin, neben der Hypnosetherapie, andere Werkzeuge, die helfen, diese negativen, tief sitzenden Überzeugungen auch zu lösen und dann ins Positive zu wandeln. Und ich frage dann auch, wenn ich hier Live-Kunden habe, Live-Klienten, wenn wir uns das nochmal anschauen, wir starten immer mit dem aktuellen, ich bin nicht gut genug.
Und ich frage und trigger da natürlich mit Absicht. Wir gehen dann in die Situation nochmal rein. Und wie geht's dir jetzt? Oh, mir geht's jetzt gut. Tut das noch weh, was der Partner sagt? Nö. Und dann sage ich und trigger dann natürlich mit Absicht, aber Moment, du bist doch aber nicht gut genug. Du hast es doch aber gar nicht richtig gemacht. Und dann sagen die Klienten, die ja das gerade aufgelöst haben, vehement, nee, sorry, tut mir leid, das stimmt nicht. Und wie aus dem Nichts schießt dann oftmals der positive Glaubenssatz hoch. Manchmal muss man den finden, okay, wenn du es nicht mehr glaubst, dass du wertlos bist oder nicht gut genug bist, was wäre denn das Gegenteil? Und das Gegenteil ist nicht immer, ich bin gut genug, das wäre eine Variante. Oftmals kommt von innen oder von oben, von deinem höheren Selbst, von wo auch immer, diese Wahrheit hochgeschossen. Und ich hatte gestern erst eine ganz tolle Sitzung mit einer Klientin, die sagte, nee, der neue Satz ist, ich bin Liebe. Und das war so Gänsehaut, dieser Moment. Bei uns beiden, bei der Klientin und bei mir, wie das, das sind Momente, da bleibt die Zeit stehen, wenn ich sehe, ein Mensch findet sich gerade selbst, wenn ich Zeuge sein darf, dass ein Mensch gerade aufwacht, sich erkennt. Und das ist ein Moment, wo sehr oft nochmal richtig doll Tränen fließen. Vor Erleichterung, vor Glück, vor Freude, das überwältigt dich selbst, zu erkennen in dem Moment, wie wertvoll du bist. Und das ist hier jeder von uns. Jeder ist wertvoll. Und in dem Moment, wo du es erkennst, wie wertvoll du bist, ich kann mich noch ganz genau an meinen Moment erinnern, wo ich es erkannt habe, wie wertvoll ich bin. Und ich habe da diese kleine Katja stehen gesehen, die da traurig dastand im Sommerkleidchen. Niemand hat mich lieb. Alle, die wollen mich alle nicht. Und war ja auch heftig in der Kindheit, klar. Aber als ich das dann für mich gelöst habe und wieder da reingetaucht bin nach der Auflösung in diese Kindheitssituation und ich sah diese kleine Katja mit ganz anderen Augen als vorher. Vorher war auch, ach die Katja, ach die, oh, die keiner mag hier mit dem Ponyschnitt und oh, furchtbar. Und ich sah mich. Kriege ich jetzt noch fast Tränen. Und ich sah mich und ich erkannte mich. Oh Mann, im Video weinen sollte man vermeiden, aber okay, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich habe mich erkannt. Und ich habe erkannt, wie wertvoll ich bin. Ich musste zu der kleinen Katja hin, ich musste die in die Arme nehmen und ihr sagen, mein Schatz, wie habe ich mich geirrt? Ich habe mich erkannt, ich habe Rotz und Wasser geweint, ich habe die Kleine an mein Herz genommen, ich habe erst mal dann gesehen, wie wunderschön und süß die Kleine war und wie liebenswert, dass wirklich vor mir ein Wesen stand, die kleine Katja, also ich, ein Wesen aus Liebe mit so einem riesengroßen Herzen. Und ich wünsche dir, dass du diesen Moment auch erleben darfst, dass du, wie ich und wie viele, viele andere, und deswegen mache ich die Arbeit. Vielleicht verstehst du, warum ich das hier so mache, so mit einer Begeisterung, mit einer absoluten Überzeugung, mit einer absoluten Sicherheit, diesen Weg zu kennen. Ich weiß, wo es lang geht und ich lade dich ein. Ich rufe dir zu, auf deinen Weg zu kommen und es auch zu erkennen. Und auch zu erkennen, wie wertvoll du bist. Und dann erkennst du, das ist die Geburtsstunde deines Selbstwertgefühls und deines Selbstbewusstseins. Erstmal erkennst du, wer ich bin. Das bin ich. Und wie die Klientin so schön gesagt hat, ich bin Liebe. Und ja, das bist du und das bin ich. Und jeder, der es jetzt noch nicht glaubt und denkt, was erzählt ihr für einen Schwachsinn, esoterischer Blödsinn hier, dieses Geseier über Liebe, ja, der ist noch sehr in der Unliebe und das verurteile ich nicht,
Weil ich konnte damit auch eine ganze lange Zeit lang nicht so viel anfangen. Ich habe auch gedacht, ja, na toll, liebe dich selbst. Wie soll ich denn das machen? Das ist es. Innere Arbeit, Augen schließen, zum Schmerz vordringen, schauen, Gefühle auflösen, nachträgliche Verarbeitung, mit welcher Methode auch immer. Es gibt so viele und ich kann sagen, mit der Arbeit, die ich mache, es fließt alles zusammen. Kernstück Hypnosetherapie, um runterzutauchen ins Unterbewusstsein, ist für mich der schnellste, effektivste Weg. Für alle, die keine Hypnose machen können, manche können es ja nicht wegen Epilepsie, wegen bestimmten Krankheiten, steht auch alles auf meiner Website, wo Hypnose nicht geeignet ist. Die machen die Meditation, um runterzutauchen, dauert manchmal ein bisschen länger, um da an den Punkt zu kommen, aber wer da geübt ist, kommt genauso auch in diese Trancezustände. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, Klopftherapie, EMDR, das sind alles Dinge, die in das Innere führen. Der Weg, Hypnose heißt ja nur der Weg in die Trance, der Weg ins Unterbewusstsein. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten und Werkzeuge, diesen Schmerz zu lösen. Und wenn der Schmerz und die Trauer und die Hilflosigkeit weg ist, dann bleibst du übrig. Du ziehst die Decke, die dunkle Decke, die der Glaubenssatz ist, zum Beispiel nicht gut, nicht wertvoll genug zu sein, hässlich zu sein, schuld zu sein, runter. Und dein Selbstwert erstrahlt. Und dann bist du dir bewusst, wer du bist. Das ist das Selbstbewusstsein. Du weißt, das bin ich und ich bin Liebe. Dann erkennst du, ich bin ja wertvoll. Und wenn ich Liebe bin, ich bin ja wichtig und ich bin ja ein Geschenk mit meinem Strahlen, stecke ich alle an. Wenn ich komme, kommt die Sonne. Und dann bin ich eine Bereicherung für alle. Und das ist nicht egoistisch gedacht, so wie, ha, ich bin ja die Beste und wenn ich hier komme, dann. Nee, das ist ein inneres Bewusstsein, ein Bewusstsein über deinen Wert, ohne jetzt besser, größer, toller zu sein, sondern einfach, du weißt dann, ich bin es. Und du weißt, dass du mit deinem Licht und mit deiner positiven Schwingung ein Geschenk für alle anderen bist. Denn wie du dich selber heißt, wenn du dich selber heißt, heißt du auch ein Stück weit die Welt und jeden anderen mit, weil wir sind ja alle verbunden. Will jetzt nicht zu weit ausholen. Und dann, wenn du weißt, wer du bist, Selbstbewusstsein, wenn du deinen Wert erkennst, Selbstwert, dann entsteht diese Selbstliebe, denn wenn du erkennst, wer du bist, wirklich erkennst, dann kannst du dich nur selber lieben. Und dann darfst du dir versprechen, dass niemand, aber auch niemand deine Grenzen einrennen kann, dass dich darf, dass dich niemand verletzen darf, dass du das dann einfach nicht zulassen kannst, weil du siehst, du würdest dir selber eine reinhauen, aber wenn du deinen Wert erkennst und weißt, wer du bist, dass du Liebe bist, kannst du dich nicht mehr selber verletzen. Dann hast du deinem inneren Kind auch versprochen, es zu beschützen wie eine Löwenmama oder wie ein Löwenpapa und dafür zu sorgen, dass niemand, aber auch niemand es verletzen kann. Gut für das Kind zu sorgen, für dich. Dann kommen all diese Dinge. Affirmationen gehen dann rein, wie Öl, wie Butter. Die fließen rein, mit denen kannst du dich immer wieder aufladen. Und dann kannst du all diese in der äußeren Heilung, hier steht es alles da, was du in der äußeren Heilung machen kannst. All das, was dazu dient, die Selbstliebe zu leben, die Grenzen zu ziehen, gut für dich zu sorgen, gesunde, frische Lebensmittel zu essen. Es wird dir dann ein Bedürfnis sein. Du wirst dann gar nicht mehr dich zwingen müssen. Na, muss ich mir jetzt halt mal eine Gemüsepfanne machen oder so, ist ja gesund. Also auch diese ganzen Fastfood-Geschichten und Nasch- und Heißhungerattacken, sowas ist gar nicht mehr nötig, weil selbst das nur ein Symptom ist von deiner Selbstunliebe, von dem mangelnden Selbstwertgefühl, weil du dir was Schönes geben willst, aber oder eine innere Leere hast und wenn das aber nicht mehr da ist, brauchst du das gar nicht mehr auffüllen.
Du merkst, es gibt verdammt viel dazu zu sagen. Es ist ein umfangreiches Thema. Also beides gehört dazu. Ich sage nicht, dass irgendwas schlecht ist. Aber es ist wichtig, dass man nicht alles vergisst. Oh, nicht das Wichtige vergisst. Meine Güte, ich rede hier schon. Verrückte Dinge. Also hier, wie gesagt, Heilungspyramide im Kurs hast du zwei. Einmal die allgemeine Heilungspyramide für ja, nahezu jedes Thema in deinem Leben und dann ganz konkret die Heilungspyramide bei toxischen Beziehungen und Liebeskummer. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alles gesagt. Wie schaffe ich das, die konstante Selbstliebe zu halten? Ja, Selbstliebe ist keine harte Arbeit. Ja, in dieser Frage, wie schaffe ich das, das zu halten, ist ja auch schon, klingt ja auch sehr anstrengend. Selbstliebe ist dann ganz selbstverständlich. Selbstliebe ist dann ein Bedürfnis, gut zu dir zu sein und gut für dich zu sorgen und deine Grenzen zu wahren. Und wenn du dich selbst liebst und gut für dich sorgst und deine Grenzen wahrst, dann werden auch andere Menschen gut dich behandeln, deine Grenzen auch wahren. Und wenn sie es nicht tun, wirst du schon vorher ganz klare Grenzen ziehen. Also es wird dann so gut wie gar nicht mehr passieren. Natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen. Natürlich wirst du immer wieder getestet. Na, bleibst du wirklich bei dir? Na, verteidigst du wirklich liebevoll deine Grenzen? Na, lässt du dir wieder auf die Füße treten? Natürlich kriegst du auch Prüfungen vom Leben und immer wieder Herausforderungen, die dich auffordern, auf deinem Weg zu bleiben. Und natürlich all das, was ich jetzt gesagt habe, dieses nach innen gehen, die innere Heilung, da diesen Glaubenssatz lösen, das ist nicht eine einmalige Angelegenheit. Also das heißt nicht, das machst du einmal und dann ist erledigt, dann habe ich das abgehakt hier, Glaubenssätze lösen. Das ist ein Prozess. Du wirst staunen, wenn du dich hinsetzt und deine negativen Glaubenssätze aufschreibst. Das sind Seiten oftmals. Oder die sind sehr, sehr stark. Das heißt, ein Glaubenssatz kann ganz, ganz viele verschiedene Ursachen haben. Ein Glaubenssatz kann aber auch nur eine Ursache haben. Also da gilt es immer wieder dran zu bleiben. Und manche Glaubenssätze lösen sich schnipp in Luft auf und du denkst, boah, das Thema ist durch. Mensch, total easy. Und manche Glaubenssätze sind sehr hartnäckig, wo du mehrmals und mehrmals und immer wieder dranbleiben musst. Kenne ich auch. Ich hatte da auch so zwei, drei Glaubenssätze, wo ich dachte, verdammt, immer noch nicht aufgelöst. Jetzt habe ich schon alles gemacht und kriege das Thema nochmal auf dem Tisch. Nicht mehr so hart, nicht mehr so schlimm, aber interessant. Da darf ich ja nochmal schauen und das lösen. Und das ist doch nicht schlimm. Wenn man weiß, wie man es auflöst, ist es doch total easy. Ja, dann löst man es halt wieder auf. Ja, also das Leben ist ja nicht dazu gedacht, um hier in den Ruhestand zu gehen und nur noch so Däumchen drehend am Strand zu sitzen und boah, das darfst du auch. Das ist aber eine Phase, das ist ein Moment in deinem Leben, wo du natürlich auch und bitte unbedingt dir auch mal Ruhezeiten geben musst. Also da bitte auch keinen Marathon draus machen, so wie ich muss jetzt hier jeden Tag dran arbeiten, wie blöde. Sicher solltest du dranbleiben und regelmäßig das machen. Klar, ohne Regelmäßigkeit wird sich nicht viel verändern. Ganz klar. Aber es ist natürlich selbstverständlich auch wichtig, auch mal dir einen Faulenzer-Tag zu gönnen. Auch mal zu sagen, heute mache ich mal keine Selbstheilung. Heute mache ich nur Selbstliebe, indem ich auf dem Sofa liege. Oder ich mache jetzt 3 Wochen Urlaub irgendwo, was weiß ich, in der Karibik und gehe in die Hängematte und mache nichts. Natürlich ist das auch alles erlaubt. Ja, also von daher, das ist schon echt ein komplexes Thema und du merkst, dass es gar nicht so leicht ist, das hier in ein Video zu verpacken, weil es wirklich verschiedene Schritte, Erkenntnisse braucht. Oftmals hat man noch Verantwortung übernommen, die man noch abgeben darf. Manchmal spielen solche Dinge noch mit rein wie Schuldthemen, die man übernommen hat, die man oftmals über Generationen übernommen hat, die man dann auch zurückgeben muss. Manchmal hat man auch sich selber etwas geschworen oder Versprechen abgegeben, die dich jetzt daran hindern, frei zu werden. Und die gilt es aufzuspüren.
und zu lösen und zurückzugeben. Also all das heißt nicht, dass es da nicht geht, sondern da muss man ein bisschen mehr wie ein Detektiv schauen. Das ist manchmal nicht so einfach zu finden. Deswegen ist eine Kombination von Selbsthilfe, selbst Dinge in die Hand nehmen, was auch immer, mit Videos schauen, mit Bücher lesen, mit Meditation machen, meine Dinge vielleicht machen, die ich anbiete. Es gibt ja auch viele, viele andere Dinge noch. Und hier und da sich auch persönliche Hilfe zu holen, wo und wie auch immer. Schau da einfach, was für dich stimmig ist, was für dich passend ist. Mein Weg muss für dich nicht der richtige sein. Vielleicht hast du ja einen ganz anderen Weg, der für dich passender ist. Und ich möchte einfach sagen, so habe ich es gemacht, so habe ich den Weg gefunden. Und es begeistert mich jeden Tag aufs Neue und ich bin so dankbar, dass ich diese Arbeit hier machen kann. Es erfüllt mich, es lässt mein Herz echt höher springen. Es ist einfach so. Und dafür war jeder Schmerz der Vergangenheit es einfach wert. Es war alles wert. Jede Träne, die ich vergossen habe, jeden Moment, wo ich am Boden lag und dachte, es geht nicht mehr weiter, wo ich einsam war, wo ich wirklich... Und ich sage euch, ich habe es heftig um die Ohren gekriegt vom Leben. Heftig, heftig und immer wieder und auch immer wieder so verdammt krass. Und es soll jetzt nicht ein Jammern sein, sondern einfach, wenn ich heute zurückschaue, wo ich denke, Mensch, wo habe ich die Kraft hergenommen? Wie habe ich denn das alles hingekriegt? Ja, es ist erstaunlich, ja, was man dann fähig ist und wie viel Kraft auch noch da ist, selbst wenn man am Boden liegt. Oftmals kann man dann erst wirklich so ganz bestimmte Kraftreserven überhaupt erstmal anzapfen, weil oftmals braucht man die ausweglose Situation, wo man am Boden liegt, um wirklich aufzustehen, um wirklich was zu verändern. Wenn man da noch nicht angekommen ist, dann denkt man, ach, geht schon, passt schon, geht schon irgendwie, ach, ich mache jetzt hier einfach weiter und irgendwann wird man vom Leben in die Knie gezwungen. Irgendwann geht es nicht weiter. Und klar will ich motivieren, so früh wie möglich da anzufangen. Aber wenn es bei dir jetzt noch nicht geht, dann respektiere ich das. Und ich kenne es, bei mir ging es manchmal auch noch nicht. Ich brauchte dann auch vom Leben den absoluten Mega-Arschtritt, bis ich gesagt habe, okay, ich habe es verstanden, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt. Dann ist nicht mehr dieses, ja, ich mach mal, ich schau mal, sondern ich muss, wenn man glücklich werden will oder zugrunde gehen will. Und jeder ist ja für sein Leben selber verantwortlich. Also, das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. Langes Video heute. Ich danke dir für deine Lebenszeit hier zuzuhören und alles für dich mit auf den Weg zu nehmen. Lass es dir gut gehen. Jeder Tag ist ein Geschenk. Und bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße. Tschüss.